Wir haben für den damals ihr ganzes Geld investiert. Ich hätte ja heute noch was auf der Bank, wenn ich... Wenn Sie sich nicht sonst auch noch verspekuliert hätten. Was heißt denn ich? Meine Bank? Ach, die Bank. Eine Bank machte pleite, war darauf eine zweite und das hat mich doch leicht enerviert. Mein Bankier sagte... Hören Sie solche Meldungen, stören Sie, Sie wissen doch, dass nichts passiert. Das war nur eine Ausnahme, weil da wieder zu viel rausnahm und die Fachwelt ist ganz konsterniert. Aber richtige Banken kommen niemals ins Wanken, nein, ihr Geld ist sehr gut observiert. Sicher, Geld ist immer sicher, bleibt nur die Frage, sicher für wen? Sicher, Geld ist immer sicher, bleibt nur die Frage, für wen? Doch dann kam es bei Zeiten noch zu weiteren Pleiten und die Fachwelt war sehr irritiert. Mein Bankier sagte, ehrlich, es ist ganz unerklärlich, eine Schande, dass sowas passiert. Ja. Denn die Bank ist im Grunde in dem Staat das Gesunde, alles andere ist dagegen krank. Und ich sag, schaut ein Bankhaus einmal wirtschaftlich krank aus, nein, dann ist das keine wahre Bank. Sicher, Geld ist immer sicher, bleibt nur die Frage, sicher für wen? Sicher, Geld ist immer sicher, bleibt nur die Frage, für wen? Aber dann gab's ein Krachen, da war nichts mehr zu machen, dieser Krach hieß totaler Ruin. Mein Bankier sagte, schauen Sie, ich sag Ihnen, vertrauen Sie nur auf mich, bis ich wieder wer bin. Ja. Nur nicht die Nerven verlieren, das System kritisieren, unsere Wirtschaft, die hat sich bewährt. Bitte nur keine Neuheit, auch verarmen ist Freiheit, denn mein Vater hat mich schon gelehrt. Sicher, Geld ist immer sicher, bleibt nur die Frage, sicher für wen? Sicher, Geld ist immer sicher, bleibt nur die Frage, für wen?